Hallo zusammen, willkommen zurück bei WePlay Handball. Mein Name ist Max und heute stelle ich euch den Blade FF vor. Ich zeige euch die drei wichtigsten Punkte beim Schuh. Diese sind Tristras, X-Guidance und Flight Foam. Eine der wichtigsten Änderungen, die bei diesem Schuh ebenfalls sind, ist diese Flight Foam Technologie, die jetzt ebenfalls durchgehend beim ganzen Schuh ist. Als nächster Punkt, der bei dieser Reihe extrem wichtig ist und weswegen ich persönlich den Schuh auch allen wendigen und flinken Spielern, wie zum Beispiel auf der Position der Außen oder der Mitte empfehlen würde, befindet uns in der Sohle. Zum einen haben wir diese X-Guidance-Technologie und auf der anderen Seite die Tristras-Technologie in der Mitte für eine größere Stabilität und eine bessere Wendigkeit am Boden, vor allem für den Mittelfuß. Was ebenfalls neu ist bei diesem Schuh, sind die nadellosen Overlays, die sich durch den ganzen Schuh durchziehen. Und ebenfalls, wie man hier sieht, ein erhöhter Fersenkragen, damit, wenn man mit großem Speed unterwegs ist, nicht aus dem Schuh rausrutscht. Noch für die Zahlenfreunde unter euch, Gewicht des Schuhs. Dieser beläuft sich hier in der Männervariante auf 255 Gramm. Nun zu meiner Bewertung. Für diesen Schuh gebe ich 84 von 100 möglichen Punkten. Was denkt ihr über diesen Schuh? Ist er zu teuer? Ist er gerechtfertigt? Qualität hat immer seinen Preis. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und gebt uns euer Feedback. Wir freuen uns darauf.